So, Freunde, ich hoffe, ihr seid ready. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist Zeit für Whiplash in Your Face. Whiplash, ein Song, den sie jetzt seit ein paar Jahren auch als Opener nehmen. Und ich muss auch sagen, neben Hitze Lights oder andere Opener ist Whiplash auf jeden Fall auch ein guter Opener. Und im letzten Video haben wir uns ja Morph into Flame angeguckt. Das war auch sehr, sehr geil. Und jetzt Whiplash. Live aus Seattle, 1. September 2024. Und das ist auch erstmal das letzte Video. Jetzt nicht von mir, aber das ist von der zweiten Seattle Show. Und jetzt spielt ja aktuell Metallica in Mexico City. Da bin ich ja echt gespannt auf die Setlist. Da muss bestimmt die eine oder andere Überraschung kommen. So als Tourende ist es schon sehr, sehr geil. Ich denk mal, so Tourabschluss in Mexiko, das ist, glaube ich, nochmal ein Level drüber. Und wir werden uns dann die Videos angucken. Live aus Mexico City, wenn sie online kommen. aber ich denke mal, davor gucken wir uns nochmal die zwei Videos an von meinem vierten Metallica-Konzert, live 2022 am Hockenheimring. Da gibt es auch zwei Videos, darauf müssen wir auch noch reagieren. Ja, gut, dann erstmal Zeit für Whiplash und let's go! Around.
Ja, Whiplash. Wie gesagt, ein geiler Opener und ja, was will man dazu zu sagen? Ist und bleibt ein geiler Song aus dem Kill 'Em All Album. Das erste Metallica Album. Ja, ich will auch jetzt nicht mehr viel drumherum reden oder weiß ja jetzt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es war eine geile Performance, hat echt Spaß gemacht zuzuhören und zuzuschauen. Also den Song haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also mehr habe ich auch jetzt nicht zu sagen. Wenn ihr noch was gerne sagen möchtet, dann einfach tipp ab in den Kommentaren. Und wenn es euch das Video gefallen hat und allgemein auch den Content, den ich hier so mache, gerne würde ich mich sehr darüber freuen, ein Abo hinterlassen und Daumen nach oben, dann weiß ich, okay, euch gefällt es, ich kann weitermachen. Auch wenn es euch nicht gefällt, ich mache es trotzdem weiter. Wieso soll ich aufhören? Ja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.